Heute möchte ich dich wieder mitnehmen in die faszinierende Welt der realistischen Acrylmalerei. Genauer gesagt in die surreale Acrylmalerei. Heute in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie mein neuestes Gemälde entstanden ist. Doch Vorsicht! Das ist kein normales Gemälde. Am Ende wird das ziemlich ungewöhnlich. Wenn dich das interessiert, dann schau das Video bis zum Schluss. Übrigens, in der Videobeschreibung kannst du dich zu meinem Newsletter anmelden. Damit bekommst du immer wieder nützliche Tipps, Tricks und Informationen rund um das realistische Malen mit Acryl. Aber jetzt geht's los! Heute male ich eine Gottesanbeterin. Das ist eine bekannte Schreckenart, die mit ihren Fangarmen Insekten fangen kann. Als erstes verpasse ich diesem Tierchen eine grüne Grundfärbung. Dann hebe ich mit dunkleren Grüntönen die dunklen Bereiche des Tieres hervor. Danach bewege ich mich in die helle Richtung. Mit einem etwas helleren Grünton werden nun die beleuchteten Bereiche sichtbar. Erst durch das Hervorheben von den dunklen und hellen Bereichen bekommt die Gottesanbeterin langsam ein plastisches Aussehen. Mit jeder neuen Farbabstufung werden mehr Details sichtbar. Am Kopf des Tieres kannst du sehr schön die unterschiedlichen Grüntöne erkennen. Wenn du endlich erfolgreich in der realistischen Acrylmalerei werden möchtest, dann schau dir meinen beliebten Masterkurs an. Das ist ein umfangreicher Videokurs, mit dem du im Handumdrehen beeindruckende Acrylgemälde erschaffen wirst. Den Link zum Kurs findest du in der Videobeschreibung. Mit einem hellen Gelb verpasse ich dieser Gottesanbeterin ein leuchtendes Aussehen. Schritt für Schritt entstehen immer mehr Details, wie hier die Fühler dieser Gottesanbeterin. Nun kommen wir zu den allerhellsten Bereichen, den Glanzlichtern. Mit einem sehr hellen Blau werden nun diese Lichtreflexionen gemalt und verleihen der Gottesanbeterin ein noch plastischeres Aussehen. Erst mit dem Malen von Glanzlichtern verliert diese Malerei das matte und flache Aussehen. Nach diesem Arbeitsgang ist die Gottesanbeterin fertig. Doch jetzt kommt's. Jetzt kommen wir zum surrealen Teil dieses Gemäldes. Diese Gottesanbeterin hat sich kein Insekt gefangen, sondern einen Helikopter. Auch diesem verpasse ich zuerst eine Grundfarbe und hebe dann die dunklen und hellen Bereiche hervor. Wenn diese Bereiche soweit ausgearbeitet sind, bekommt dieser Helikopter einen blauen Anstrich. Da es sich hierbei um ein lasierendes Blau handelt, scheinen die dunklen Bereiche hindurch. Nur die beleuchteten Bereiche müssen mit einem hellen Blau noch aufgehellt werden. Nach den letzten Details ist das Gemälde fertig. Diese Malerei und noch viele andere findest du in meiner Online-Galerie. Ich hoffe sehr, dir hat dieses Video Spaß gemacht und wir sehen uns bald wieder. Ciao, bis zum nächsten Video.